Was soll ich sagen? Ich hatte neulich einen Traum, also naja, einen Traum. Ich bin aufgewacht und hatte eine Idee, eine Vision. Das hier kennt man ja, man wacht auf und will das einfach dann umsetzen, so wie bei Zurück in die Zukunft, als Doc Brown quasi aufgewacht ist und die Idee von dem Fluxkompensator hatte. Das ist mein Fluxkompensator, quasi. Ja, ist ein Anfang. Ich erkläre das mal kurz. Und zwar, es ist eine Küche im Prinzip. Also es soll eine Küche werden. Ich nenne es mal Sideboard. Die Idee ist einfach, dass ich dann hier so dran sitze, wie jetzt gerade. Und Moment, ich hole mal was. Der Kocher könnte jetzt hier theoretisch stehen. Könnte mir was kochen. Oder da. Also die Möglichkeiten sind jetzt neuerdings wieder unendlich geworden. Theoretisch könnte ich ja jetzt hier auch so eine Spüle einbauen oder irgendwas. Oder einen Eimer hinstellen zum Abwaschen. Oder zum Waschen, so als Bad. Also eigentlich könnte das auch ein Bad werden. Also es gibt so viele Möglichkeiten jetzt gerade. Der Plan war auch eigentlich folgender. Im Kopf dachte ich, es wäre alles ein bisschen größer. Ist halt manchmal so. Der Bereich hier, der war ursprünglich geplant für die Kühlbox, die ich auch mal hole, Sekunde. Ich bin nicht so vorbereitet heute. Naja, wie man sieht, es passt nicht. Ich dachte, es ist mehr Platz, aber es ist ja kein Fehler, es sind einfach nur wieder neue Möglichkeiten. Immer positiv denken. Das bedeutet im Prinzip, ich kaufe mir wieder eine neue Kühlbox in der Art hier. Oder eine ganz neue, die hier drunter passt. Weil eigentlich war die Idee, dass ich mir so eine Kühlbox kaufe, die unter diesen Sitz kommt. Könnt ihr jetzt da rein. Habe ich neulich irgendwas gesehen, das war 26 cm hoch, so ein ähnliches Teil, was ich dann hier so quasi rausziehen könnte. Was soll ich sagen, ich habe 25,5 cm Platz. Also ein neuer Plan. Aber es ist ein Anfang und ich habe erstmal eine neue Inspiration gefunden. Ja, sobald ich weiß, was ich mit dem Bereich hier mache, lasiere ich das Ganze dann auch. Wenn ich mir das so überlege, es sieht eigentlich besser aus als in meinem Traum. Ist ja schon mal was. Also wer Ideen hat, was ich daraus machen könnte, ruhig mal in die Kommentare schreiben. Aber dieser Plan ist es so doch mal ganz nett als Küche. Ich kann ja da einfach hier bequem dran sitzen und theoretisch Gemüse schneiden oder einen Apfel. Also ich bin, wie gesagt, aufgewacht, hatte diese Vision. Ich musste sie einfach umsetzen. Das habe ich jetzt gemacht. Also eine Woche später, aber gut Ding will Weile haben.
Und ja, das als kleine Auffrischung, was den Umbau angeht, da ja doch immer wieder Fragen kommen, wie weit ich mit dem Auto bin oder ob ich überhaupt mal wieder irgendwas mache. Ja, natürlich, ich mache immer irgendwas. Bin doch nicht faul oder sowas. Ich habe dort nochmal andere Sachen zu tun, ne? Ja. Ich denke mal, das reicht für so ein kurzes Update von mir aus meinem Auto. Wie das dann später aussieht, wenn ich fertig bin, zeige ich, weil ich weiß es eigentlich selber noch gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall episch. Das kann ich schon mal sagen. Gut, das für heute. Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt es das Frage-Antwort-Video. Für den zweiten Teil habe ich ausreichend Fragen. Für das darauf folgende Video ruhig mal immer irgendwelche Fragen stellen, damit das Ganze regelmäßig irgendwie was Regelmäßiges wird zwischen uns. Alles klar. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen, was auch immer heute Tag ist, und bis demnächst. Ciao.